Yo, Freunde, ich bin's zurück, Nico Jewel mit einem neuen Airsoft-Video und heute gibt es mal wieder eine AEP für alle die unter 18 sind, die noch keine Blowback-Guns, noch keine Gasguns spielen dürfen. Ihr habt dafür die AEPs, die vollautomatisch schießen können und die auch ziemlich geil sein können, wie ich finde. Heute gibt es ein kleines Päckchen, was ich mir über das Airsoft-Verzeichnis von einer netten Dame gekauft habe. Ich glaube, es war eine Dame. Ist ja auch egal von wem. Und zwar will ich euch ganz kurz zeigen, was in dem Päckchen beinhaltet war. Das ist das, worum es geht, Leute. Das ist die AEP-CM.127, kurz gesagt die Glock als elektrische Pistole. Ja. Dabei waren drei normale Magazine. Wie viel BBs die Magazine füllen, werdet ihr gleich noch erfahren. Noch dabei war dieses Long Mag. Immer wieder geil. Eins habe ich mir letztens selber zugelegt. Eins war hier dabei. Und unter anderem auch noch zwei Pakete mit Kügelchen. Die Waffe wird jetzt vorgestellt. Ich hoffe, ihr freut euch. Let's get it! Lasst uns die Gun einmal auspacken, beziehungsweise lasst uns ganz kurz auf den Karton eingehen. Wir sehen hier abgebildet die schöne Waffe in der Glock-Optik. Hier ist die Bezeichnung, die CM.127. Es ist eine AEP, das bedeutet eine Automatic Electrical Pistol. Dann, ja, ihr müsst natürlich 18. Hier steht, ihr müsst 18 Jahre alt sein, um diese Waffe nutzen zu können. Das ist natürlich hier nicht so, denn diese Waffe hat unter 0,5 Joule. Man kann mit dieser Waffe im Full-Modus schießen. Das bedeutet, ihr dürft sie unter 18 benutzen. So, einmal den Karton von dieser Seite. Dann hier noch vielleicht die wichtigen Punkte. Die Waffe wird mit 0,2 Gramm BBs geschossen. Die Geschosse haben eine Geschwindigkeit von 50 bis 60 Meter pro Sekunde. Das Magazin, was eigentlich dabei ist, das sind diese drei, die ich euch im Vorspann gezeigt habe. Jedes dieser Magazine füllt 30 BBs jeweils. Das Gewicht der Waffe 475 Gramm und die Länge 20,5 Zentimeter. So, und hier und dann wollt ihr die Waffe wahrscheinlich sehen. Interessant sind AEPs für jeden Spieler, der sie gut findet. Ich finde AEPs auch gut. Ich bin zwar ein größerer Fan von GBBs, aber AEPs sind natürlich, gerade wenn man jetzt CQB spielen möchte, in der Halle sehr praktisch. Denn da dürfen auch alle unter 18 Jahren damit spielen. Ihr könnt im Vollauto schießen und ihr habt natürlich in solchen, ja, Zeiten wie aktuell, wobei bei uns auf jeden Fall hier im Rheinland kann man das mal wieder nicht wirklich Winter nennen, aber wenn ihr niedrigere Temperaturen habt, dann habt ihr mit den AEPs nicht das Risiko eines Cooldown-Effektes, den ihr bei Gaspistolen, gerade bei CO2-Pistolen, aber auch bei normalen Gaspistolen habt. Habt ihr hier nicht. Von daher seid ihr hiermit wetterunabhängig. So, was haben wir hier? Ihr seht den Karton. Wir haben hier einen Speedloader. Den hole ich jetzt nicht extra raus. Wir haben hier die, oh, komm schon, die Ladestation für diesen Akku. So, hier seht ihr den Akku. Es ist hier kein Lipo-Akku, sondern ein Nimha-Akku. Das sind die schwächeren, die älteren Akkus. Wenn ihr euch so eine Waffe holt, würde ich euch empfehlen, ein paar Euro mehr auszugeben und euch eine Waffe mit Lipo-Akku zu holen. Ich habe mir jetzt diese Waffe bestellt, wie gesagt,
beim, ja, wo ist, ach, der Pfeil hier, ihr seht den Pfeil, ja, da diesen weißen Pfeil, der zeigt nach unten. Das heißt, ihr müsst diesen Akku dann auch so hier in die Station reinstecken. Dann nehmt ihr hier dieses Kabel inklusive Stecker, diesen kleinen Stecker hier, den steckt ihr hier in das Loch hinein, zack, dann den Stecker an die Steckdose und dann wird das Akku geladen. So viel dazu. Dann haben wir hier eigentlich nur noch, was ist sonst noch wichtig? Natürlich unsere Waffe, schauen wir uns gleich an. Ihr seht, nicht schwarz, sondern in Tann. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch einen Reinigungsstab dabei und das war es mit dem Karton. So, wir packen den Karton einmal zur Seite. Ich lege die Waffe mal kurz ab. So, und dann schauen wir uns die Waffe an. So, ich lege diese drei nochmal. Also fangen wir erstmal hiermit an. Das sind die drei Magazine, die noch dabei waren. Hier. Jeweils 30 BBs passen in ein Magazin. Das ist doch ordentlich. So, wir schauen uns die Waffe einmal an. Wir haben ja die ganz klassische kantige, eckige Glock-Optik bei dieser Waffe. Wir haben hier, so, schaut hier, hier haben wir diesen Hebel, den wir verstellen können. Der ist aktuell, der Hebel steht auf Auto, das heißt Automatik schießen. Ihr könnt ballern, was das Zeug hält, oder ihr stellt ihn hier auf Semi, dann schießt ihr im Single Shot. Das heißt immer nur ein Schuss pro betätigtem Trigger. Ja, die Farbe an sich finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier am Griff, ja, hier so eine Griffstruktur, die ja ganz nice aussieht. Ich finde so, wenn man nur Tan hätte, würde es auch blöd aussehen. Wenn das natürlich durch so ein paar schwarze Bauteile abgerundet wird, dieses Schwarz und Tan sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Hier haben wir den Schlittenfang, der natürlich bei einer elektrischen, bei einer AEP-Pistole keine Bewandtnis hat, denn hier bewegt sich kein Schlitten, hier müsst ihr auch keinen Schlitten bewegen. Den Schlitten, den müsst ihr nur abmachen, wenn ihr das Akku in die Waffe einlegen möchtet. Dann, ja, Trigger Guard, alles aus Plastik, also die komplette Waffe besteht komplett aus Plastik, hier sind keine Metallteile verbaut. Was aber, oh, ich sag mal so, ich habe sie jetzt hier in der Hand. Ich habe natürlich immer lieber ein kaltes Stück Eisen in der Hand, aber Plastik, in dem Fall gut verarbeitet, eine gut verarbeitete Plastikpistole, kann man so sagen. So, hier haben wir auch noch mal so Strukturen für den Grip. Dann gucken wir mal hier. Die Besonderheit hier, oder wir schauen uns erstmal hier das Stück hier an, das ist die gute Kimme. Da vorne seht ihr das hier, das Korn. Da kriege ich jetzt nicht scharf. Ihr seht Kimmekorn in Schwarz und sogar nochmal weiß hier vorne und da nochmal jeweils weiß abgehoben von dem Schwarz und von dem Tan. Ist eine gute Sache. Dann haben wir hier einen Knopf. Das ist ein Knopf, ja. Wenn ich diesen drücke, seht zu, ich drücke den, dann, ne, es geht so nicht, ich muss den mit der linken Hand nehmen, hier den Knopf einmal reindrücken, dann kann ich den Schlitten hier abheben. So. Dann kann ich ihn zur Seite legen und dann seht ihr hier das Innenleben der Waffe. Hier an diesem Rädchen haben wir die Möglichkeit, das Hop-Up der Waffe zu verstellen. Das heißt, die Flugbahn der BBs entsprechend zu justieren. Dann seht ihr hier das Plättchen. Das ist wie bei jeder AEP. Wir haben hier das Plättchen. Wenn wir das nach hier drücken, dann würde auf der anderen Seite, in diesem Fall hier, die. Ja, ganz kurz das Akku rausgeschmissen werden. Wir sehen hier, hier ist eine kleine Mulde, eine kleine Einkerbung. Da müsst ihr wieder das Akku, das habe ich jetzt hier, mit dem Pfeil nach unten hier einmal einlegen. Zack, dann ist es drin. Dann nehmt ihr den Schlitten, setzt ihn hier hinten an, schiebt das Ganze, zack, wieder drauf und der Schlitten ist fest. So, auf der anderen Seite haben wir hier nochmal die Sicherung, Fire und Safe. Auf Fire ist es gestellt. Wenn ich die Sicherung einstelle, lässt sich der Trigger nicht mehr bedienen. Ist eine gute Sache. Ansonsten so ein paar Markings,
Ja, sind noch nicht mal Markings, das sind eher kurze Beschreibungen, mit was geschossen wird, eine Artikelnummer und das war es dann auch. Hier vorne haben wir noch mal ein aus Plastik gefertigte Accessory Rail. Und damit ihr seht, wie das mit dem Magazin funktioniert, ich habe hier das Mag, das Magazin, schieb es hier ein, dann ist es drin und auswerfen lässt es sich über diesen Knopf hier. Wenn ich den drücke, kommt das Magazin wieder raus und ihr könnt nachladen oder aber ein volles Ersatzmagazin einfüllen. Ja, mit einem Long Mag. So, hier ist so ein Long Mag, da passen 80 BBs rein. Da macht ihr im Prinzip genau dasselbe. Das setzt ihr hier an, gefüllt natürlich, setzt es hier ein und dann sieht die Waffe so aus. Damit könnt ihr natürlich ein bisschen mehr schießen als mit so einem 30er Mag. Das war es zum Optischen und zu den Funktionen an dieser Waffe. Wir machen jetzt einen Chronotest und anschließend werden wir mal im Semi- und im Full-Modus auf unsere Ziele ballern. So, ihr kennt es. Das Chronometer ist bereit. 6 mm BBs werden verschossen. Diese BBs haben 0,2 Gramm. Ich würde sagen, einmal ansetzen und dann gib ihm. Bin mal gespannt. 0,38. 0,37. 0,41. Jo. 0,38 zweimal, 0,37, 0,41. Moment, ich habe gesehen, hier liegt noch eine Kugel. Komm, eine können wir noch, ne? Eine geht noch, eine geht noch, eine geht noch rein. Und 0,39. Ich würde sagen, wir liegen hier auch so bei so um die 0,4 Joule mit dieser AEP, mit dieser AEP Glock-Version. Ja, kann man sich nicht beklagen. Es sind keine, also nicht über 0,5, es liegt knapp drunter. Also gönnt sie euch. So, ich habe richtig Bock zu schießen. Das Red Dot ist auch noch drauf. Die Waffe sieht mit Red Dot und mit dem Long Mag so aus. Also nochmal ein bisschen geiler. Schaut mir zu, ich werde jetzt ein bisschen schießen. Und dann gucken wir mal, was 0,4, 0,4 Joule so auf dem Kasten haben, ne? Los geht's! Ist schon ganz geil, aber jetzt wird mal im Full-Modus geschossen und ihr schaut es euch mal aus der Nahaufnahme an. Peace. Das war doch geil, das hat gebockt, das hat Spaß gemacht. Ja, ich muss sagen,
Die AEPs mit Full Auto haben auch ihre Vorteile. Auch wenn die GBBs ordentlich scheppern und knallen, aber die AEPs können im Full Auto schießen und das macht manchmal ziemlich Bock und gibt coole Videos, finde ich, wenn man auch so in der Nahaufnahme filmt. Mein Fazit: Erstmal zu dem Schusstest. Ja, war okay. Red Dot muss noch ein bisschen eingestellt werden, damit es noch besser schießt. Das Red Dot schießt nicht, ich schieße, aber mit dem Red Dot macht es mir das Schießen bald noch einfacher. Noch ein bisschen justieren. So, Fazit zu dieser Waffe: Es ist eine AEP, es ist eine, ja, das sind diese zwei Lager, die es gibt: GBB oder AEP. Zu Vorteilen und Nachteilen will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Da werde ich auch noch mal ein separates Video zu machen. Ich rede jetzt nur von dieser Waffe und gebe zu dieser Waffe ein Fazit. So, sie ist aus Vollplastik, ist aber trotzdem stabil. Da kann ich drüber wegsehen, auch wenn ich lieber Metall in der Hand halte. Das Coole aber an so einer AEP ist, das Long Mag kostet nicht viel. Ihr könnt im Full Auto schießen. Ihr habt ein Akku, was, wenn es aufgeladen ist, recht lange hält. Ist im Großen und Ganzen, gerade für die Jungs und Mädels unter euch unter 18, ist es eigentlich eine geile Sache. Ihr könnt damit CQB, also in der Halle spielen gehen. Ihr habt hier wirklich, wenn ihr hier so drei, vier von diesen Long Mags habt, dann habt ihr hier ja über 300 Schuss, die ihr verballern könnt. Zwischendurch könnt ihr nachladen mit Speedloadern und so weiter und so fort. Ihr habt hier die Möglichkeit auch, wie ihr es hier seht, einen Red Dot zu befestigen und werdet mit so einer Waffe, so wie sie jetzt hier ist, eigentlich komplett spielbereit für die Halle. Ja, es macht Bock. Ich bin trotzdem weiterhin größerer Fan von den GBBs. Die AEPs sind auch geil. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Preis-leistungsmäßig, wenn man die sich neu kauft, wie gesagt, mit einem Lipo-Akku und MOSFET, seid ihr da besser dran als bei den älteren Versionen mit einem H. Ja, aber wenn ihr das Geld dafür ausgeben wollt, kriegt ihr eine schöne Waffe, die auch so wie in diesem Fall an die Glock erinnert. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen, meine Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos weiterschaut. Liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und bleibt weiter treue Zuseher. Ich kann nur so viel verraten. Es wird jetzt demnächst ein geiles Video kommen. Mehr will ich nicht verraten und es wird auch in naher Zukunft noch geile Videos geben. Da ist einiges in der Mache. Ich freue mich drauf. Und ja, wenn ihr Bock habt zu spenden, ich habe ein Spendenkonto eröffnet. Ihr könnt mich unterstützen mit ein paar Euros. Könnt ihr mir helfen, mein Sortiment zu erweitern und auch meine Qualität der Videos ständig zu steigern. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch einen schönen Restsonntag, einen schönen Start in die Woche. Bleibt meinem Kanal treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico Jewel. Boom, 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 boom. Das war schlecht, oder? Peace.